Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Ich muss kurz überlegen, wollte schon Ages sagen. Wir haben gerade einen kleinen Zwischenboss, beziehungsweise zwei erledigt, die mit Bumerangs hier agiert haben. Gut, was willst du mal machen, ne? Oh, Drecksäcke. Ja, verdammt. Ups. Ich muss wahrscheinlich irgendein passendes Ding finden. So. Gerissen. So, und da ist das, was ich meinte im letzten Part. Wir kriegen einen Beutel, mit dem wir Feuer entzünden können, beziehungsweise jetzt ein Saatbeutel. Er enthält bereits 20 Glutkerne. Ja, in diesem Game hat man nämlich verschiedene Kerne, die man findet, und die haben verschiedene Auswirkungen auf uns, beziehungsweise auf unsere Umgebung. In diesem Fall. Brauchen wir die Glutkerne, um Feuer machen zu können. Uah. Und mit diesem Ding hier kommen wir zum Anfang des Dungeons. Dachte ich zumindest. Das hat nämlich richtig besprungen, ey. So, jetzt haben wir's. Komm her. Und die machen wir jetzt. Dahin. Versteht ihr? Und jetzt kommen wir hier rein. Und die können natürlich auch Schaden machen, aber wir nutzen sie natürlich hauptsächlich um große Schlüssel gefunden und hauptsächlich natürlich um Sachen zu entzünden. Glutkerne und ich brauche eine neue Fee. Glutkerne. Guck mal kurz auf die Karte. Wir müssen nach unten und dann ganz nach rechts. Jetzt müssen wir die Gegner wieder nehmen. Ich krieg immer mehr Schaden, das ist einfach nicht zu fassen. Heilung irgendwo. Das Problem ist natürlich, je mehr Items wir bekommen, desto mehr kriegen wir auch verschiedene Items. Aber das ist ja vollkommen lame, wenn man sowas sieht. Eine ganze Fee. So, jetzt hier weiter. Leben wir die Gegner. Uns letztes Mal einen ganzen Stern bereitet. Ach, Stern, was sag ich da? Ups. Einen ganzen Schlüssel bereitet haben. Glutkerne hier irgendwo? Nee. Gut. Wir kommen mit großen Schritten zum Endgegner. Und ich glaube, ich weiß, welche Dinger das sind. Die tragen uns, glaube ich, raus zum Dungeon. Ich glaube, die kann man nicht alle schlagen, die kommen immer neu. Und wenn natürlich so Hänger kommen, weiß man nicht, was einen noch erwartet. Wir halten einen Ring. Den müssen wir später schätzen lassen. Gehen einfach mal hier in der Mitte rechts. Landen in einer Sackgasse. Das dachte ich mir schon. Boah, das war gerade verdammt knapp, ey. Wenn der uns gegrabt hätte. Na komm. Wenn ihr da alles spawnt, wäre das super. Dann kommen wir den Ring. Ne, kommen wir nicht. Ach, Ring. Rubin dran. Okay, Leute, der Endgegner, der rechte Raum ist, da kommen wir nachher noch hinzu. Boah, ich muss mich nochmal hier neu hinsetzen. Machen wir's. Okay, ein Drache. Gut. Gut. Steck immer mehr ein. Ach, hätte nur einen Schlag noch gebraucht. Lächerlich. Bums! Ein Herzcontainer! Ja, war easy. Ich habe jetzt zuerst gedacht, es wäre dieser dreiköpfige Drache, den man in dem ersten Zelda sieht. Wenn ich nicht irre. War, glaube ich, einer. So, und da bekommen wir die erste Essenz. Ja, unfassbar. Und wir brauchen gar nicht gucken, ob es hier andere Räume gibt. Gibt's hier nicht.
Du erhältst Mutter Erde, eine Essenz der Natur. Diese Mutter Erde nährt die Saat, die auf die Felder gestreut wird. Schön. Der erste Fortschritt in diesem Game. Hua, ich bin es, der Marco-Baum. Mir ist etwas Muttererde zugute gekommen. Ich fühle mich schon gestärkt. Oh, in meinen Träumen sah ich den Tempel der Jahreszeiten inmitten eines eigenartigen Landes. Dort bemerkte ich ein wertvolles Objekt, das dir, APB, eine Hilfe sein wird. Mehr sehe ich zurzeit nicht. Zö. Eingepennt. Ja! Ich glaube, wir können diese Sträucher anzünden, die wir so gesehen haben, mit denen wir nichts anfangen konnten. Wer ist das? Was ist das? Genau das dachte ich mir. Psst, verrat es nicht weiter. Yo! Danke dir vielmals, alter Mann. So, da können wir noch nicht durch. Möglicherweise können wir jetzt aber auch diese Schneedinger, genau. Können wir nicht. Bedauerlich. Hier können wir nichts machen. So. Dann müssten wir eigentlich nur noch ins Dorf zurück. Da können wir auch nichts machen. Hier können wir nur springen. Das weiß ich noch. Auch nichts machen. Und dann gehen wir mal zu Imperien. Die ist jetzt weg. Hallo. Wo kann der Tempel der Jahreszeiten versteckt sein? Hat denn niemand einen Hinweis? Nein. Und tschüss. Gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Es ist Sommer. Ich habe so ein seltsames Mädel in Kapuze und mit Schleife gesehen. Es war östlich der Stadt, glaube ich. Aus der Knospe wird im Frühling eine große Blume, wenn man dann auf sie springt. Ich kann es kaum abwarten. Die Leute verändern sich natürlich auch dementsprechend. Weißt du von dem mystischen Ring dieses Landes? Ja. So. Hat sich hier was verändert? Hier können wir auch was mal versuchen. Nichts. Okay. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ob wir irgendwas machen können. Hier ist nach wie vor... Kann man nichts machen, ne? Okay. Dass Feuer Schnee nicht schmilzt, ist natürlich irgendwie unrealistisch, aber okay. Hier war, glaube ich, auch nichts, dass man hier weiter nach links nicht konnte. Ja, genau. Also, tut mir leid, dass ihr gerade diesen Leerlauf miterleben müsst. Ich will einfach nur sicher gehen, dass ich auch nichts verpasse. Ah, das sieht interessant aus. Kommen wir überhaupt so weit? Kommen wir nicht? Ah, das gibt's ja nicht. Okay, hier gibt's erstmal nichts für uns weiter. Schade eigentlich. Wir können ja mal gucken, ob der Händler vielleicht was Neues hat. Ich glaube zwar nicht, aber... Höchstens die Schaufel für 200. Das habe ich irgendwie in Erinnerung noch, glaube ich, von The Link's Awakening. Aber ob es auch vielleicht aus diesem Game sein könnte, gewesen. So. Omi. Da ist das Mädel wieder. Außerhalb des Dorfes wimmelt es von Monstern. Ich traue mich nicht allein da raus. Upsala, sorry. Kennst du die Eulenstatuen? Nein. Dann erkläre ich es. Die Eulenstatuen sind mystische Ursprungs. Sie geben Hinweise, wenn ein bestimmter Kern auf sie gelegt wird. Da habe ich auch noch irgendwas in Erinnerung. So, was sagt der Shop? Nichts. Danke. Dann gehen wir nochmal nach links. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Okay, hier können wir nichts machen momentan. Aber vielleicht ein bisschen nach Rubinen Ausschau halten. Mehr oder minder. So. Ich versuche jetzt mal nicht mit den Leuten zu sprechen. Ich glaube nicht, dass sie mir neue Hinweise geben. Vielleicht, ne? Okay. Sorry, dass ich nicht vorgelesen habe. Sorry. So.
Der Baum wird wahrscheinlich irgendwann blühen. Vielleicht im Winter, ich weiß es nicht. Ob du irgendwas zu bieten hast? Wahrscheinlich nicht. Doch! Nochmal so ein Kerl. Psst, verrat es nicht weiter. Geil. Geil, 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 geil. Kann man nochmal zu dem runter? Ich habe nichts mehr für dich. Schade. Was ist das denn? Achso, ich wollte gerade sagen, das ist der Zoom. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und zwar nach hier, genau. Warte, junger Reisender. Ich bin Sokra, ein wandernder Prophet. Ah, ich spüre es. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Die vier Geister rufen nach dir. Erlaube dir kein Fehler, der Tempel der Jahreszeiten ist immer noch in dieser Welt. Sollst du den Tempel finden, dann suche die dort lebenden Geister auf. Sie können dir helfen. Glückliche Reise. Danke, Alter. Können wir beide kriegen? Nee. Machen wir beides weg. Wo sind wir? Wir sind im Herbst. Ich will nicht im Herbst hier sein. Ist das hier immer Herbst? Ist hier immer Herbst? Jawohl. Kann man hier unten rein? Tatsache. Geil, Sommer. Guck, was wir so machen können. Wer bist du denn? Ich will zurück zu den anderen Matrosen und das Schiff flott machen, aber der Captain meinte, kommen wir nicht ohne die Glocke zurück. Warum kann mir keiner helfen? Samasa-Wüste voraus. Oh, weia. Gut, hier unten können wir auch nichts machen. Erstmal. Ohne die Glocke. Hm. Und ein Skelett mit einem Captain. Geile Musik. Geil, eine Windmühle. Lauf geschwind, lauf im Wind. Wenn ich ein wenig schmieren könnte, dann liefe es viel schneller. Okay, wir können ja nichts machen. Erstmal. Deswegen gehen wir runter. Hier können wir nichts machen. Gehen wir hier rein. Ein Dungeon. Auch in dem können wir nichts machen. Da ist ein Herzteil. Scheiße. Ja, nämlich keine Kraft mit den Töpfen. Das ist das Problem. Also hier ist erstmal auch Sense für uns. Gehen wir mal hier oben. Oh, diese Musik. Wird auch hundertprozentig was zu finden sein. Aber uns gehen langsam auch die Kerne weg. Nichts, danke. Ach so, der ist in der Luft, deswegen treffe ich den nicht. Habe ich hier Leben gelassen für den Lau. Und auch Kerne natürlich. Alter, was ist das denn? Wie furchtbar! So ein Tempel ist auf Subrosia gestürzt. Hm, was ist das? Ein Tempel? Dabei ist Subrosia doch ein geheimer Ort. Hoffentlich sieht mich keiner, während ich zurückkehre. Okay. Böse Buben. Ihr habt gesehen, der eine war rot, der eine war blau. Das heißt, einer von denen ist besoffen. Nein, Quatsch. Der eine hält mehr aus als der andere. Das ist immer, ne? Wenn die andere Farben haben, sind die stärker als die anderen. Und hier sind wir wieder da. So, dann folgen wir ihr mal, ne? Wir haben ja nichts anderes zu tun eigentlich. Ja, ja. Muss ich nochmal nach rechts gehen. Okay. Dann folgen wir ihr jetzt. Wenn die dann glücklich ist. Oder das Spiel dann glücklich ist. Und. Ah, ich glaube, ich erinnere mich daran. Die darf uns nicht sehen, sonst fangen wir wieder da an, wo wir angefangen haben. Knapp. So. Gefahr, Raubschleim. Dann gehen wir jetzt nach oben. Wenn dann so ein Spielfehler ist, habe ich natürlich noch mehr Bock drauf. Scheiße. Fahrt einfach hier ab. Oh, oh, oh. Oh. Angetäuscht. Immer noch angetäuscht.
und geht gerade nach oben. Waren wir hier schon? Kommt mir so bekannt vor. So, immer gegenteilig von ihr sein. Kann, glaube ich, nichts schief gehen. Sie geht da vielleicht nach links. Wieso habe ich das gerade irgendwie gedacht, dass das passiert? Okay. Scheint eine Art Portal zu sein. Tatsache! Okay, Leute, was uns in diesem Strudel erwartet, das kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, glaube ich. Aber das seht ihr erst im nächsten Part von The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Bis zum nächsten Part und ciao.